Caitlin gegen Lita. Caitlin gewinnt. Ja, und dann haben wir, warum bei Raw, weiß ich nicht, das United States Champion Titelmatch zwischen Bret Hart und dem Dragon Warrior. Gut, ob ich jetzt, ich sag dir, ich werde bei Großveranstaltungen die Einmärsche durchlaufen lassen. Und das bleibt auch so. Ich werde das Match zwar anmachen, aber ich werde die Einmärsche weglassen. Weil, großer Schein. Und es ist ein Ironman-Match. Also, Leute, plant schon mal Zeit ein. Ja, Bret Hart gegen Dragon Warrior, US-Champion-Titel-Match. Na, ich bin mal gespannt. Die beiden hatten bisher noch kein Aufeinandertreffen, wo es um den Titel ging. Derzeit steht es aber, glaube ich, noch 2:1 für... Wie lange geht denn das? Viertelstunde? Ah, das geht ja noch. Das ist eine Partlänge. Mal gucken, wer am Ende mit dem Titel nach Hause geht. Razor hat ja nur seinen Titel einmal gegen Razor aufs Spiel gesetzt, der seitdem auch nicht mehr so wirklich erfolgreich gewesen ist. Mal gucken, wie es jetzt gegen den Hitman läuft. Der Hitman hat ja das letzte Match gegen den Dragon Warrior verloren, hat davor aber auch zwei gewonnen. Darf man jetzt nicht vergessen. Und heute geht um das begehrte Gold. Nicht das begehrte T-Gold, aber begehrt. Im Sinne von, alle wollen es. Neben dem World Heavyweight Champion Titel, den ja derzeit noch Hulk Hogan intus hat. Mal gucken, ob sich das noch ändert. Weil, gut, warum kommen keine General Manager Videos mehr? Das ist ganz einfach. Meine Webcam hat den Geist aufgegeben. Ist leider kaputt, ist mir runtergefallen, dadurch sind sie gebrochen. Na, egal. Ich weiß, die modernen sind alle mit Plastiklinsen und Plastik hier und Plastik da. Nein, ich habe noch so ein Scheißmodell. Man achtet ja nicht auf den Preis. Sollte ich vielleicht demnächst mal. Naja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall. Das kann ich jetzt mal. Also mache ich das halt so. Es gibt jetzt so Textnachrichten, so wie Raw das auch mal hatte. So. Piep, piep, piep. Ich habe eine Nachricht vom General Manager erhalten. Und zwar, wir hatten ja bei der letzten. Habe ich einfach mal so dazwischen, die passiert meistens ja eh nichts, also noch nicht. Erst ab 10 Minuten oder so werden die ersten Punkte verteilt. Das Extreme Rules Match war ja Young Blood gegen Hogan. Folgendes: Bei der nächsten Network-Ausgabe, also jetzt nach Raw, die direkt hier im Anschluss kommt, ich weiß gar nicht, kommt da schon das Match? Ich muss nochmal auf meine Zettel gucken, weil. Sind Leitern erlaubt? Anscheinend ja. Okay. Gibt's ja wieder das Match Youngblood gegen Hogan. Es wurde sich so oft gewünscht. Gut, ich werde sie häufiger spielen, aber in diesem Falle geht es um den Titel, weil er hat das letzte Match gewonnen. Youngblood hatte ja Hogan besiegt. Das habt ihr ja alle gesehen. Und jetzt, da es ja zwischen den beiden sozusagen im Singles Competition mäßig 1:1 steht, wird es das nächste Mal bei Network. Im Main Event von Network. Das kann ich auch bei Network sagen, aber ich sag's jetzt einfach mal hier. Wird es um den World Heavyweight Championship gehen. Es wird ein Rückmatch nach WrestleMania gehen. Also jetzt nach der letzten WrestleMania, wo Hulk Hogan Youngblood den Titel abgenommen hat. Es wird das Rückmatch geben um diesen Titel. Hogan gegen Youngblood. Ich glaube, ich mache so einen Promo-Trailer. Von so richtig Babam-mäßig. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich komme drauf an, wie ich lustig und wie ich Zeit habe. Nee, aber auf jeden Fall, das ist doch mein Match. Hogan gegen Youngblood in einem Championship-Match. Und dazu noch Extreme Rules-Match. Also so wie das vorige, nur dass es diesmal um das begehrte Gold geht. Jetzt ist die Frage, wird Hogan den Titel behaupten können? Oder wird Youngblood sich ihn wiederholen? Was ja aus seiner Sicht ihm rechtmäßig gebührt und gehört. Wir werden es erleben. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf dieses Titelmatch hier, wo gerade Bret Hart mit dem Baseballschläger K.O. geprügelt wird. Auf jeden Fall, da könnt ihr euch schon mal auf Network freuen. Hogan
gegen Youngblood. World Heavyweight Championship. Extreme Rules. Das klingt irgendwie so richtig schön geil. Naja, wird schon passen. Was sonst noch bei Network auf dem Plan? Ich muss selber mal gerade gucken. Ich sage gar nichts. Ihr werdet es sehen, sonst wäre es ja langweilig, oder? Und ihr könnt mir natürlich immer noch Wunschmatches unten reinschreiben. Ist kein Thema. Ich schreibe alle auf. Und sie werden dann alle nacheinander abgefrühstückt. Gut, manchmal dauert es ein bisschen länger. Weil ich glaube, Youngblood hat bei jeder Network-Ausgabe ein Match. Wirklich, bei jeder. Meistens ist es gegen Hogan, sehe ich gerade. Ist ja auch wurscht. So, wir sind gleich bei dieser magischen 10-Minuten-Marke angekommen, wo meistens dann der erste Pinfall kommt. Und steht ja derzeitig noch 0-0. Das ist natürlich Vorteil für den Dragon Warrior, weil bei einem 0-0 behält er den Titel. Allerdings sollte Bret Hart kurz vor Ende den ersten Punkt machen, wird es für den Dragon Warrior schwer. So, sorry für diese Unterbrechung. Ja, das ist jetzt noch alles die Aufnahme, die ich ja gemacht habe von da, wo ich ja sagte, es regnet wie Sau. Nee, das war gerade... Ach, hier ist mal zurück zum Spiel. War gerade hier halbe Katastrophe, der ganze Keller stand unter Wasser. Und ich schätze mal, wer auch schon mal einen vollgelaufenen Keller hatte, der weiß, was ich damit meine. Also da hatte ich jetzt gerade 2 Stunden lang Action. Na, ist ja auch egal. The show must go on. Ein Roller vom Hitman. One count. Und da gibt's den Piledriver vom Hitman. Das ist, glaube ich, sogar der Signer. Also der Signature-Move. Ja, der Dragon Warrior denkt sich so, das wüsste ich aber. Aber der Hitman geistesgegenwärtig kommt hier mit einem Neckbreaker und einem Legdrop hinterher. Und... Oh, er will wieder den Sharpshooter anbringen. Kommt der Dragon Warrior. Jawohl, er schafft es noch in die Ringseile und rettet somit das 0-0. Ein schöner Backdrop. Und jetzt macht das Zeichen, er will den ersten Punkt machen. Kann man verstehen, dass er das will. Ja, da jubelt, er reißt die Arme nach oben. Ja, noch ist das Match nicht vorbei. Es geht nur 8,5 Minuten, aber da kommt der RKO. Und damit ist der erste Punkt verteilt. 1-0 für den Dragon Warrior. Der Hitman jetzt hinten, der braucht, um den Titel zu gewinnen, 2 Punkte. Und das innerhalb von 8 Minuten und 10 Sekunden. Ja, und der Dragon Warrior, der kann es jetzt ruhig eigentlich angehen lassen. Er ist in Führung. Selbst wenn der Hitman einen Punkt macht, hat er den Titel immer noch. Von daher, er kann es eigentlich ruhig angehen lassen. Eigentlich. Aber der Hitman will natürlich ausgleichen. Und ein Dragon Warrior, wie man ihn kennt, der... Oh, Aufgabegriff in der Mitte des Rings. Und tappt er oder tappt er jetzt nicht? Das ist jetzt die Frage. Nein, er wehrt sich und schmeißt den Hitman auf die Matte. Etwas über 7,5 Minuten noch. Clothesline vom Hitman. Und jetzt kommt die Mülltonne. Aber erstmal geht der Dragon Warrior nach draußen. Nein, Dragon Warrior, der will auch jetzt es nicht ruhiger angehen lassen. Der sucht den Kampf. Tilbert Backbreaker von Bret Hart, dem Challenger. Und noch ein Backbreaker. Ah, der Ref ist bei 4. Und der Dragon Warrior nimmt ihn auf die Schulter und F5. Und die Mülltonne ist halb im Boot verschwunden. Der Ref ist bei 6. Ja, ich dachte, der Dragon Warrior geht jetzt rein, feiert und lässt den Hitman auszählen für das 2-0. Aber so ist er nicht. Und da versucht das Außen mit dem Aufgabegriff. Ja, wenn er da tappt, das bringt ihm nichts. Na, er lässt auch los.
was es ihm bringt, sind halt wertvolle Sekunden, die er dem Sieg hier näher kommt. Ja, und ja, 6. Der Dragonlord torkelt ein bisschen. Der Hitman feiert im Ring. Apropos im Ring, es geht jetzt auch im Ring weiter. Und der Draver wirft Bret Hart hier jetzt einmal quer durch die ganze Walachei des Ringes. Ah, vielleicht 2-0? Fragezeichen? Nein! Der Hitman kommt bei 2 wieder raus. 5 Minuten und 50 sind nicht mehr auf der Uhr, es sind weniger schon. Ah, da probiert das nochmal mit dem Cover. Nein! Hat noch nichts gefruchtet, noch nichts gebracht. Backdrop vom Dragon Warrior. Ja, er probiert es wieder mit dem Cover. Er will einen 2-0-Sieg. Wahrscheinlich so, ich gleiche mit 2-2 aus, indem ich dich 2-0 in einem Ironman-Match fertig mache. Kann ja sein. Clothesline in den Nacken. Ja, vielleicht will er jetzt wieder ein Cover probieren. Ja gut, jedes Mal, wenn er covert, gehen natürlich wertvolle Sekunden, die der Hitman eigentlich braucht, um hier Punkte zu machen. Die verstreichen dann. Also wir haben insgesamt jetzt schon mehr als 10 Minuten des Matches vorbei. Und der Dragon Warrior bisher auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung. Steht ja bisher 1-0. Und da schlägt er ihn noch ein bisschen nieder. Dauert auch sehr, sehr lange, diese Aktion. Und dann nimmt er ihn nochmal hoch zum F5. Er will den 2-0-Sieg. Ja, wenn der Dragon Warrior einmal Gas gibt, dann gibt er Gas. Dann gibt er sich nicht mit einem 1-0 zufrieden. Nein, dann will er mehr. Und steht 2-0. Und der Hitman ist ganz weit ab vom Titelgewinn. Und ich glaube, wir wissen jetzt alle, was kommen soll. Nein, ein Roller! 1, 2! Nein, der Dragon Warrior kommt raus. Und ein Whip-In vom Hitman. Da kommt der Dragon Warrior ganz gefährlich auf die Mülltonne. Und da kommt nochmal der Sharpshooter. 3,5 Minuten noch auf der Uhr. Ja, der Dragon Warrior klopft ab. Und es steht auf einmal nur noch 2-1. Der Dragon Warrior sei schon. Der Hitman braucht trotzdem noch 2 Punkte, um den Titel für sich zu entscheiden. Aber der Dragon Warrior zeigt ein Cover. Nein, 2-Count. Steht immer noch 2-1. Ah, jetzt nimmt er sich den Sledgehammer. Gleich nur noch 3 Minuten Zeit für den Hitman, um 2 Punkte zu machen. Und noch 3 Minuten weniger für den Dragon Warrior, die er hier durchhalten muss, um den Titel erfolgreich zu verteidigen. Ah, er probiert es einfach nochmal mit dem Cover. 2 Punkte Vorsprung will er haben, kriegt aber erstmal nicht. Und nochmal diese Schläge, diese Aktion, die sehr, sehr lange dauert. Mit der anschließenden Clothesline. Stone Cold Stunner nochmal, der Signer. Ja, was macht der Dragon Warrior jetzt? Probiert das nochmal mit dem Cover oder... Ja. Und 3-1. Nein, da hat er es mit dem AKO probiert, aber der Hitman stößt ihn weg. Schöne Aktion hier vom Hitman. Und er probiert es nochmal mit dem Sharpshooter auf 3-2 zu verkürzen. Kommt der Dragon Warrior noch an die Ringseile? Nein, er tappt vorher. 3-2 noch. Jetzt kommen wir hier in die heiße Phase des Matches. Jetzt regnet es Punkte. 1 Minute 45 noch auf der Uhr und alles sieht nach Titelverteidigung aus. Der Hitman braucht noch 2 Punkte. Der Dragon Warrior braucht in dem Sinne gar keine Punkte. Er muss halt nur aufpassen, dass er hier jetzt nicht... Und da ist die Mülltonne platt.
Vielleicht macht er ja jetzt einen vierten Punkt. Nein, es ist nur ein Two-Count. Clothesline vom Hitman. Und dieser Elbow auf die Nase. Und das gibt einen... Nein, kein Vertical Suplex, ein Konter. Neckbreaker. Die letzte Minute ist angebrochen in diesem United States Champion Titel Match. Nein, es reicht nicht. Immer nur noch ein Punkt Vorsprung. Whip in die Ringecke. Und ein Backdrop. Schön lang nach hinten durchgezogen. Einer probiert das mit dem Sledgehammer nochmal. 30 Sekunden noch. Es steht 3 zu 2. Knapp, knapp, knapp. Wenn jetzt eigentlich keiner von beiden Titel hätte, also wenn der Sieger den Titel bekommen würde, was würde denn dann beim Wrestling passieren, wenn es unentschieden steht? Gibt es dann auch eine Verlängerung und dann Elfmeter-Wrestling oder sowas? Hab keine Ahnung. Die letzten 10 Sekunden. Und der Dragon Ball probiert es nochmal mit einem Cover. Nein, der Hitman befreit sich. 3, 2 und frohes neues Jahr. Nein, natürlich nicht frohes neues Jahr, sondern den Titel erfolgreich verteidigt. Bei Monday Night Raw in diesem hart umkämpften Iron Man Match. Dieser beiden Rivalen. Es ist bestimmt nicht das letzte Match, was wir zwischen diesen beiden Herren gesehen haben. Aber der Dragon Warrior hier erfolgreich mit einem Punkt Vorsprung. Und er wählt seinen United States Championship. Mal gucken, ob er irgendwann nochmal um den Major-Titel antreten darf. Okay, der ist ja auch egal. Vielleicht sehen wir den Dragon Warrior irgendwann mal um den World Heavyweight Champion Titel antreten. Und als nächstes kommen wir, soweit ich informiert bin, zu Network, wo wieder eure Wunschmatches auf dem Programm stehen. Also, ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Aber erstmal haben wir hier noch eine Nachricht. Erfolgreich auf aggressive Art und Weise verteidigt. Ja, doch, das stimmt. Also, wir sehen uns bei Network wieder.